Ja, das geht tatsächlich zurück, irgendwie so in Mitte der 90er Jahre. Da haben wir öfter Sessions gemacht mit Jan Roder, Rudi Maher, Henrik Walsdorf. Und eine von diesen Sessions haben wir zufällig aufgenommen und die gibt es, diese Aufnahme auf Kassette. Und die habe ich öfter gehört und gedacht, das ist ein Wahnsinnspotenzial, so einfach wie die zusammen spielen. Es ist manchmal so, dass wenn Leute zusammenkommen, dann entwickeln die so einen kollektiven Sound einfach, der total inspirierend ist. Was mich halt besonders gefreut hat, war, dass die anderen das genauso empfunden haben. Also das war nicht nur sowas, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich die Kassette gehört habe, sondern die anderen haben auch gesagt, ja, damals, das war ganz toll, lass uns was draus machen. Halt so die Quintette aus der Hardbop-Zeit, so Art Blakey und Horace Silver und solche Sachen. Was aber auch ein Einfluss ist und wo ich gemerkt habe, das kommt hier auch mit rein, so. Das sind so ganz alte Sachen, so irgendwie Louis Armstrong, Hot 7, Hot 5 und so. Ne? So diese Mischung aus mehrstimmigen Sätzen und gleichzeitig improvisieren, wie die das machen. Ne? Es gibt auch so frühe Mingus-Aufnahmen, wo der das auch dann aufgegriffen hat, so in den 50er Jahren. Jazz-Tradition, ja, aber nicht wichtig im Sinne von, dass ich jetzt darauf beharre, das müsste noch beachtet werden, sondern einfach, weil ich drauf stehe. Das ist für mich eine lebendige Musik. Ne? Das ist nicht vorbei, also für mich nicht. Ne? Es gibt so zwei, drei Stücke, die sind relativ, naja, konventionell, weiß ich nicht, aber das ist schon ziemlich eindeutig so im Jazzmedium. Und dann gibt es so andere Stücke, die nur zum Teil da sind. So ist dieses eine Stück, was jetzt hier Schlepping, Fleeing heißt. Da habe ich zuerst an so Klezmer-Klänge gedacht und so. Und das hat mich selber total gewundert, weil ich eigentlich dazu bislang nie so eine Affinität hatte. Und aber ich fand es irgendwie toll und habe dann versucht, da was draus zu machen, weil mich das irgendwie berührt hat. So, ne? Da war so ein Anhaltspunkt. Das ist so ein bisschen das Besondere an dieser Band. Wir spielen halt genauso gerne Stücke, wie wir frei improvisieren. Ne? Und das war schon immer so, weil ich beides gleich gut finde. So, das gehört zu der Band. Ich habe ja auch schon mit anderen Leuten
frei improvisiert und das war auch zum Teil ganz toll und so. Aber hier ist es immer so, dass ich auch also bei der Band so ein Gefühl habe von so einer Chemie. Wenn die zusammenkommen, dann spielt einer einen Ton und dann ist sofort so, das ist wie so ein, so irgendwie, das Drama ist eröffnet. So, ne? Also ist schwer zu erklären. Ich hoffe, dass die Platte anderen Leuten genauso gut gefällt wie mir, sagen wir mal.